Yogis und Yoginis. Wir haben einen Mini-Yogi dabei. Jetzt geht er. Wie schade. Er läuft natürlich immer der wunderschönen Anna hinterher, würde ich ja auch, wenn ich so. Ja? Also, wir starten jetzt die Bauchstunde. Bauch, Bauch, Bauch. Wer den Kursplan gesehen hat, hat da also als Thema drin gesehen, wenn der Bauch im Weg steht. Damit ist gemeint, Bauchbeschwerden nehmen uns ganz viel Energie. Wir fühlen uns müde, schlapp, irgendwie nicht wohl in unserer Haut. Und der Bauch bläht sich teilweise auf. Er steht uns einfach im Weg, er nimmt uns Energie. Und darum geht es heute. Wir haben drei Möglichkeiten, die wir heute mal durchgehen werden. Wir haben noch mehr Möglichkeiten, aber wir gehen mal drei Möglichkeiten heute durch, damit das auch überschaubar bleibt. Um die Bauchaktivität, die Darmaktivität zu fördern, ist der Atem top. Und zwar die Atmung so. Einatmen, 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. Atempause, 1, 2, 3. Ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 Sekunden ein, 2 bis 3 Sekunden Atempause. 7 Sekunden aus. Das wäre die Atmung, wo die Darmtätigkeit angeregt wird. Und das ist auch ganz einfach zu erklären. Ihr wisst, mit der Einatmung entspannt sich der Bauch, mit der Ausatmung senkt sich der Bauch nach innen. Wer nachhelfen will, die Wirkung etwas verstärken will, zieht sanft den Magen zur Wirbelsäule. Das ist die Atmung. Zweite Variante, die wir dann auch natürlich machen, sind die Asanas. Alle Asanas, die heute durchgeübt werden, die wir gemeinsam üben, sind darauf ausgerichtet, die Darmtätigkeit wieder zu regulieren. Es geht darum, dass der Darm wieder aktiviert wird, dass damit Blähungen abgebaut werden können oder es gar keine entstehen. Verstopfung, ja, dass diese Verstopfung sich auch wieder so reguliert, der Darm arbeitet wieder, alles hängt mit allem zusammen. Und ganz wichtiger Aspekt ist der Reizdarm. Alle Übungen sind auf rund um den, gehen heute rund um den Darm, um den Bauch. Dritte Möglichkeit, die werden wir dann zum Schluss machen, ist die manuelle Selbsttherapie. Kann man auch so im Notfall nehmen, wenn wirklich gar nichts mehr geht, wenn es problematisch ist, wenn die Beschwerden einfach so unangenehm sind. Aber auch immer wieder in Verbindung mit der Atmung, in Verbindung mit den Asanas. Alles drei wäre ein Gesamtpaket. Noch kurz, Hauptursache für Darmprobleme, für Bauchprobleme ist der Stress. Hauptursache ist der Stress. Wir sind dann, der Körper ist dann im Kampfmodus, das Nervensystem läuft auf Hochtouren und der Darm schaltet sich ab. Ne? Der hat dann überhaupt keine Bedeutung mehr, weil irgendwo Kampf, irgendwo Flucht, da ist die Darmtätigkeit nicht mehr gegeben. Stress, Hauptfaktor. Dann haben wir noch andere Faktoren, die da zusammenkommen. Kurz erwähnt ist zum Beispiel die Haltung. Wer morgens beim Zeitunglesen oder ins iPad
Dauerkompression der Bauchorgane und da geht dann irgendwann nichts mehr. Ne? Dauerkompression der Bauchorgane nicht gut. Also die Haltung spielt eine Rolle, die aufrechte Haltung, ihr kennt das alles vom Yoga, da passiert nichts ohne Grund. Die aufrechte Haltung, damit der Darm Platz hat, die Bauchorgane Platz haben. Zwischendurch könnt ihr gerne mal in diese Vorbeuge, den Rundrücken gehen, aber dann auch wieder raus. Also der Wechsel zwischen beiden ist ideal. Kompression, Dekompression. Weitere Faktoren sind falsches Essen, nicht ausreichend trinken und zu wenig Bewegung. Und damit haben wir das. Und dann fangen wir jetzt an. Ne? Kommt bitte in den Langsitz. Die Zehen zeigen nach oben. Der Oberkörper ist gerade aufgerichtet. Das Becken kann in die Matte sinken. Streckt die Arme nach vorne. Atme ein. Geh mit langem Rücken nach vorne. Beginn die Ausatmung, geh über die Seite mit geradem Rücken nach hinten. Nutz die Atmung, die Atempausen. Ein vorne, über die Seite, nach hinten mit geradem Rücken. Atempause, über vorne ein. Atempause. Aus, Nabel ran. Und vorne wieder an. Achte auf deine Atmung, achte auf die Bauchaktivität. Wenn du einatmest, lässt du den Bauch los. Wenn du ausatmest, spannt der Bauch. Lang nach hinten, Nabel bleibt fest. Und wenn du wieder vorne angekommen bist, richte dich wieder auf. Locker die Beine ein bisschen. Dann nimm die Beine wieder zusammen, die Zehen zeigen nach oben. Mit der Einatmung gehen wir nach vorne, langen Rücken, Bauch ist weich. Und wir gehen jetzt über die andere Seite. Mit der Ausatmung kommen wir nach hinten, Nabel ran. Ein lang nach vorne, Zehen zeigen nach oben. Aus. Versuch nach hinten zu kommen mit langem Rücken. Und bitte nicht einrollen den Rücken. Und schöne Kreise ziehen. Ganz bei sich bleiben, bei der Atmung. Wir drehen die letzte Runde. Endet vorne mit der Einatmung und dann folgt die Aufrichtung. Und die Beine wieder lockern. Ganz schön. Dann kommen wir in die Rückbeuge. Leg dein linkes Bein ab, leg es gestreckt ab, mit der nächsten Einatmung heb deinen rechten Fuß an, mit der Ausatmung ziehst du dein Knie zu dir heran, der Nabel geht nach innen, mit der Einatmung geht dein Knie wieder weg von dir.
wir heran. Einatmend, 5 Sekunden, Atempause. Ausatmend, 7 Sekunden. Ein, wieder weg, Bauch ist weich. Aus, bring deine Oberschenkel so nah wie möglich an deine rechte Bauchseite, rechte Brustkorb. Kompression Bauch, rechts. In deinem Rhythmus, ein, Bauch wird weich. Aus, der Nabel geht langsam nach innen, Oberschenkel nah heran. Letzte Einatmung und Fuß ab. Dann leg dein rechtes Bein gestreckt ab. Mit deiner nächsten Einatmung heb deinen linken Fuß an. Ausatmend, genau wie rechts auch, zieh dein Knie zu dir heran. Untere Rücken bleibt im Boden. Ein, Bauch wird weich. Atempause. Aus, der Nabel geht langsam nach innen. Ein, wieder weg, aus, zieh dein Knie so nah wie möglich zu dir heran, Schultern, Gesicht bleiben ganz entspannt. Ein, wieder weg, Atempause, 7 Sekunden aus. Nabel zieht nach innen. Ein, 5 Sekunden. Atempause. Aus. Wieder ran. Letzte Einatmung. Knie geht weg. Und stell den Fuß. Zieh beide Knie zu dir heran, untere Rücken sinkt in den Boden, öffne deine Knie ein wenig, leg deine Hände vor deine Knie oder auf deine Knie, was dir lieber ist, so dass deine Schultern sich entspannen können, die Arme entspannt sind. Und dann geh mit beiden Knien in eine Kreisbewegung. Knie bleiben etwas entfernt voneinander. Denk an die Atmung. Entspann deinen Rücken. Entspann die Schultern. Deine Arme. Und entspann auch dein Gesicht. Bist du in der Mitte angekommen, dann wechsle die Kreise in die Bewegungen, andersherum. Ruhig und entspannt. Und das war der Bauch. Runterkommen. Loslassen.
Mitte angekommen. Bitte dann beenden und die Füße ab. Leg dein linkes Bein wieder gestreckt ab. Der untere Rücken sinkt wieder in den Boden rein. Mit der Einatmung hebt dein rechtes Bein zur Decke hin. Der Bauch ist weich, Schultern entspannt. Ausatmend, 7 Sekunden, geht das Bein wieder zur Matte hin. Nabel nach innen sanft heranziehen. Einatmen, der Bauch ist weich, 5 Sekunden, Bein wieder hoch, Atem raus. Aus, 7 Sekunden, zähl mit und der Nabel geht langsam Richtung Wirbelsäule. Atempause, Bauch entspannen. Ein, Bauch ist weich, hoch, aus, Atempause, wenn das Bein abgeht. Noch einmal, ein, atme in Ruhe weiter, entspanne Gesicht, Arme, Schultern, Rücken, Bauch. Mit deiner nächsten Einatmung gib dein linkes Bein zur Decke hin. Atempause. Auf. Achte auf deinen Bauch. Mit der Einatmung anheben das Bein, Atempause, Rücken entspannen, ausatmen, Nabel anziehen. Wenn es dir angenehmer ist, kannst du auch gern mit der Ausatmung den Mund leicht öffnen. Probier es gerne aus. Mit deiner nächsten Ausatmung beende der linken Seite. Bitte die Asanas immer in Ruhe zu Ende bringen. Lass deine Füße auseinanderfallen. Entspann die Beine, Bauch, Rücken, Schultern, Arme, Gesicht. Lass deinen Atem im Moment frei fließen.
geführte Atmung, in die bewusste Atmung hinein. Mit deiner nächsten Einatmung die beiden Füße von der Matte ab. Mit deiner Ausatmung Hände vor deine Schienbeine, Kopf und Knie nahe zusammen. Mit der Einatmung gehen deine Knie langsam wieder weg und der Kopf kommt wieder auf die Matte. Aus, ganz rund machen, Kompression des Bauches, der Bauchorgane. Und einatmen, 5 Sekunden, bis du wieder auf der Matte angekommen bist und die Knie weg von dir sind. Aus, 7 Sekunden. Ein. Und wieder ganz ruhig. Lass dir Zeit, achte eher auf deine Atmung. Mit deiner nächsten Einatmung beende die Übung. Stell deine Füße auf die Matte. Und dann richte dich langsam über eine Seite rollend auf und bring deine Beine nach hinten. Komm in den Vierfüßlerstand. Und ihr werdet schon bemerkt haben, es geht immer um die Kompression und Dekompression. Kompression und Dekompression. Oh, so machen wir auch weiter. Vierfüßlerstand, Hände sind unter den Schultern, Knie, Hüften, eine Linie, wir wissen es. Ja. Stehen die Zehen auf. Jetzt lass deinen Atem ganz frei fließen, beeinflusst. Oder du musst bitte jetzt die Atmung nicht kombinieren mit der Bewegung, aber behalt eine ruhige, tiefe Atmung bei und beweg deinen gesamten Oberkörper, Kreis mit deinem Oberkörper. Zu den Seiten, etwas nach unten und wieder hoch. Kreisende Bewegung. Und spür, während diese kreisenden Bewegungen durchgeführt werden, spür mal, wie deine Bauchseiten, dein Bauch sich immer wieder anders bewegt. Wenn du seitlich dich rausschiebst, wenn du tiefer gehst, wenn du den Rücken rundest, wenn du leicht ins Hohlkreuz gehst, lass die Kreise zu den Seiten länger, weiter ausdehnen. Ganz voller Genuss. Eine wunderbare Übung für den Bauch, für ein Wohlgefühl im Bauch und dann anders. Schenk dir diesen Genuss
leg deine Fußrücken wieder auf die Matte, und ich drehe mich einmal zu euch hin. Kurz bitte in den Fersen sitzt, richte dich gut auf, schaff hier viel Platz. Fäuste, leg deine Fäuste etwas oberhalb von den Leisten ab. Ja? Und drück deine Fäuste nochmal kräftig rein. Kräftig in diesen Bereich. Knie bitte auseinander, Großzehen sind aneinander. Kräftiger Druck in etwas oberhalb der Leisten, den Fäusten da rein. Atme tief ein und mit der Ausatmung komm in eine Vorbeuge. Halt den Druck der Fäuste in den Leisten. Halt den Druck und leg deine Stirn ab. Lass dein Becken sinken. Atme tief und bewusst, die Fäuste drücken in den Unterbauch. Halt den Druck und mit der Einatmung richte dich wieder ab. Dann schließ die Knie, richte dich gut auf, schaff wieder Platz. In der Körpervorderseite, Fäuste, drück rein, atme ein und mit der Ausatmung roll dich über deine Fäuste wieder tief runter. Spürst du den Unterschied mit geöffneten Knien und geschlossenen? Mit der Einatmung richte dich wieder auf und löse deine Hände. Atme ein, streck dich nach oben, atme aus und komm in eine leichte Rückbeuge. Atme ein, Wirbelsäule wieder lang und gerade, das Becken sinkt tief unter. Atme aus. Schieb deinen Bauch etwas nach vorne, komm in eine leichte Rückbeuge. Atme ein, streck dich wieder, Bauch ist weich, Schultern sind tief. Atme aus, Bauch schiebst du bitte etwas nach vorne, leichte Rückbeuge. Letzte Mal. Atme ein, Wirbelsäule gerade, Schultern sinken tief, Becken sinken tief. Atme aus, schieb den Bauch nach vorne. Gut, komm zurück in den Vierfüßlerschein. Stell die Zehen auf, heb deine Knie an und komm in den Lauschonen hoch. Dann geh langsam nach vorne zu deinen Händen hin. Füße hüftbreit. Drück die Füße kräftig in den Boden, Zehen, Fersen, Ballen. Atme ein, richte dich bitte langsam auf. Atme aus, lass deine Arme über die Seiten sinken. Hüftbreiter Stand, Füße stehen parallel. Atme ein. Greif mit der linken Hand um dein rechtes Handgelenk. Schultern sinken tief. Atme ein, streck dich nach oben. Das Becken sinkt nach unten.
Atme aus. Links rüberbeugen, von euch aus rechts gesehen. Weit, weit, weit rüber. Und zieh deinen Arm, wenn es geht, noch etwas länger. Eine Übung, die gezielt auf den Dickdarm wirkt. Und da liegt die Nahrung sehr lange. Atme ein, je nachdem, was du isst. Wechsel, atme ein, streck deine Wirbelsäule, die Schultern bleiben tief, Becken sind tief. Atme aus, zur rechten Seite von eures Links. Zieh deinen linken Arm jetzt noch ein bisschen länger. Entspannt bleiben, bitte. Atme in deine Flanke rein. Aktivierung, Dickdarmtätigkeit. Sehr gezielt. Mit der Einatmung richte dich wieder auf. Mit der Ausatmung lass deine Hände, deine Arme über die Seite sinken. Stell deine Füße ganz nah zusammen, dass kein Platz ist zwischen deinen Füßen. Atme ein, über die Seite, Handflächen zeigen zueinander. Atme aus, beug deine Knie und komm so tief mit deinem Bauch, dass dein Bauch auf deinen Oberschenkeln ist. Und jetzt atme gegen deine Oberschenkel. Einatmen, der Bauch wird weich, du spürst es. Aus, der Bauch zieht sich zurück. Atme tief, 5 Sekunden ein, Atempause, 7 Sekunden aus. Behalt den Kontakt Bauch und Oberschenkel, lass deinen Oberkörper, deine Arme sinken, atme weiter ganz gezielt, lass den Kopf hängen. Und ein Knie nach dem anderen bitte auf die Matte setzen. Schön langsam. Rechte Fuß nach vorne an den Mattenrand. Ich drehe mich mal andersrum, dann seht ihr es besser. An den Mattenrand. Die Hände etwas links zur Seite absetzen. Lass deine Atmung ruhig fließen, beeinflusse sie nicht. Ganz ruhig fließen lassen. Die Arme sind gestreckt. Der Nacken ist lang. Und jetzt drehe nur deinen Kopf. Nach rechts und links. Nach rechts und links. Lass dein Becken tief runter sinken, dass dein Knie, dass du dich einsinkst. Behalte die Bewegung vom Kopf bei. Lass deine Arme ganz entspannt, möglichst locker gestreckt. Und dein Becken, das ist tief runter sinken. Sink tief ein. Kopf wieder zur Mitte. Ich drehe mich vorsichtshalber nochmal um, dass ihr sehen könnt, was ich meine. Und dann kommen wir in die Bauchlage. Beine nur hüftbreit voneinander entfernt. Zieh dein rechtes Bein seitlich gebeugt
gern auf deiner Stirn ab, so dass du jetzt nach links schaust, Knie rechts, ist seitlich raus und du legst nach links. Lass deinen Atem ganz ruhig fließen. Entspann in dieser Bauchlage. Mehr und mehr, lass dein Bauch ganz los. Bring dein Bein wieder zurück. Deine Hände bringst du bitte unter die Schultern. Schultern nach hinten, Ellenbogen zeigen nach hinten. Drück dich langsam hoch in den Vierfüßlerstand. Und stell jetzt deinen linken Fuß an den Mattenrand, so wie ich jetzt hier auch. Die Hände gehen nach rechts. Das Becken sinkt tief. Sink hier richtig ein. Sink hier richtig ein, dass das Becken tief geht. Und jetzt beweg deinen Kopf nach oben, nach unten, sodass das Kinn mehr Richtung Brustbein kommt. Lass dein Becken ganz los. Die Kopfbewegung bitte weitermachen. Becken mehr und mehr loslassen. Tiefer und tiefer einsinken. Kopfbewegung weitermachen. Kopf wieder in Neutralposition bringen und dein linkes Knie wieder zurückholen. Dann komm wieder in die Bauchlage. Das linke Knie seitlich rausziehen. Den Kopf auf der linken Kopfseite ablegen. Lass deinen Bauch entspannt in die Matte sinken, entspann deine Leisten, das Becken, den Rücken. Nun dreh deinen Kopf wieder zur Mitte, bring die Beine nah zusammen. Fußrücken liegen im Boden. Zieh deine Ellenbogen unter deine Schultern. Dann schieb sie etwas nach vorne, die Unterarme liegen parallel. Und jetzt stütz deinen Kopf in deinen Händen ab. Deine Schultern etwas nach unten Richtung Becken, mach es dir richtig bequem. Entspann die Schultern.